Gibt es etwas, das du dir wahrhaftig und unerbittlich wünschst, ungeachtet deiner Lebensumstände? Gibt es irgendetwas, wofür du bis ans Ende der Welt gehen würdest? Nun, du hast Glück, denn es gibt einen Weg zu erlangen, wonach du suchst. Und dafür musst du nicht einmal bis ans Ende der Welt gehen. Aber du musst an einen bestimmten Ort gehen, der für manche jedoch nicht in Reichweite liegt. Er ist nicht weit weg. Näher als du glauben magst. Doch es gibt Voraussetzungen, die manch einer nicht erfüllt. Zuallererst, wonach auch immer du suchst, du musst es von ganzem Herzen begehren. Es sollte in deinen Augen etwas sein, das du wirklich brauchst. Wenn du die Reise nicht mit der richtigen Einstellung antrittst, wirst du sicher versagen, da es dir nicht mehr möglich sein wird, umzukehren, wenn du deine Reise erst einmal angetreten hast. Die zweite Voraussetzung ist, dass du irgendein Fahrzeug haben musst. Die meisten wählen dazu das Auto, weil es die bequemste Option ist. Ein paar wenige wählten auch kleine, motorisierte Fahrzeuge wie Quads oder Motorräder. Aber das stellte sich als schwierig heraus, da sie die Reise nur unnötig mühsamer machten. Nutze kein Fahrzeug, das zu groß oder zu auffällig ist, da du den Schutz der Nacht brauchen wirst, um am sichersten zu sein. Und auch wenn jede Art von Auto es tun wird, solltest du nicht das teuerste oder ein geliebtes Auto wählen. Du kannst einen schicken, neuen, schwarzen Mercedes nehmen, aber erwarte nicht, dass er da in einem makellosen Zustand wieder rauskommt. Stelle sicher, dass dein Fahrzeug komplett vollgetankt ist. Deine erste Aufgabe wird es sein, die Straße ausfindig zu machen. Sie hat keinen Namen und ist auf keiner Karte verzeichnet. Technisch gesehen existiert sie nicht einmal. Sie wird nur erscheinen, wenn du im richtigen Moment danach Ausschau hältst. Und du wirst sie nur entdecken, wenn du weißt, wonach du suchst. Die letzte Voraussetzung ist, dass du die Reise allein antrittst. Du hast doch nicht geglaubt, dass du deine Freunde mitnehmen kannst, oder? Es muss Nacht sein, wenn du startest. Wähle die Uhrzeit, von der du glaubst, dass die Straßen dann am wenigsten befahren sind. Fahre zu einem Straßenabschnitt, der von Wäldern gesäumt ist. Ab diesem Punkt wirst du aufmerksam hinsehen müssen. Wenn du nach der Straße suchst, wird sie letztlich hier erscheinen. Aber du musst nach Hinweisen Ausschau halten, um den richtigen Weg zu finden. Bist du einmal nahe dran, wirst du ihre Zeichen sehen oder spüren. Was es aber für Zeichen sind, hängt davon ab, was es ist, das du begehrst. Suchst du zum Beispiel nach Reichtum, wirst du ein Schimmern an den leeren Ästen der Bäume entdecken können, ähnlich dem von Gold oder Diamanten. Ist es Liebe, wonach du suchst, wirst du Rosenblätter in der leichten Brise tanzen sehen, die in Richtung der Straße getragen werden. Bist du auf Rache aus, wirst du ein Gefühl wachsender Hitze und Wut in deinem Körper verspüren. Du musst nur wissen, wonach du suchst, und du wirst keine Probleme haben, den Weg zu finden. Sobald du dir sicher bist, dass sich dir die Straße offenbart hat, nimm einen tiefen Atemzug und biege in sie ein. Nun hast du deine Reise auf der namenlosen Straße, die dich in 11 Meilen zu dem führt, was auch immer du suchst, offiziell begonnen. Jede Meile wird dein Verlangen auf die Probe stellen und wird aufdecken, ob du wirklich willst, wonach du suchst. Bevor du weitergehst, halte den Wagen an und präge dir sorgsam diese Hinweise ein. Schalte während der Fahrt nicht das Radio ein. Benutze kein Telefon. Du hättest sowieso keinen Empfang. Öffne während der Fahrt nicht die Fenster. Überprüfe, ob sie geschlossen sind, bevor du weiterfährst. Wenn du ein Auto ohne Fenster oder Dach fährst, mach dich auf das Schlimmste gefasst, denn deine Chancen stehen nicht gut. Versuche zu keiner Zeit, das Fahrzeug zu verlassen. Du wirst die 30 km/h nicht überschreiten wollen, es sei denn, du willst verzweifelt eine Sektion der Straße hinter dich bringen. Und das Wichtigste ist, wie bei jeder Fahrt, das Anschnallen. Bereite dich in aller Ruhe vor.
Denn bist du erst einmal auf der Straße, bleibt die Zeit stehen, sodass du dich nicht darum sorgen musst, dich beeilen zu müssen. Obwohl du es vielleicht nicht bemerkt hast, hast du deine eigene Welt verlassen. Nimm dir einen Moment, um zu realisieren, dass, wenn du die erste Meile erst einmal hinter dich gebracht hast, es keinen Weg zurück gibt. Wenn du überhaupt darüber nachdenkst, an irgendeinem Punkt umzukehren, dann solltest du überhaupt nicht auf dieser Reise sein. Hast du dir alles überlegt? Setze deinen Weg fort. Während der ersten Meile wirst du keine große Veränderung merken. Die Straße führt größtenteils an Wäldern vorbei, mit Ausnahme von ein paar Meilen. Die Luft wird kälter werden, weswegen du die Heizung einschalten solltest, wenn dein Fahrzeug eine hat. Du wirst deine Augen später nicht von der Straße abwenden wollen. Nimm dir die Zeit, um dein Gefühl des Unbehagens abflauen zu lassen. Sieh dir den Nachthimmel an. Er wird voller Sterne sein. Mehr Sterne, als du je für möglich gehalten hättest. Wenn der Himmel zuvor bewölkt war, wirst du jetzt bemerken, dass er nun völlig klar ist. Auf der zweiten Meile wird die Luft noch kälter werden. Das ist in erster Linie der Grund, weswegen die Reise mit offenen Fahrzeugen schwierig ist. Mit jeder Meile sinkt die Temperatur weiter, selbst wenn es zu der aktuellen Jahreszeit warm sein sollte. Wenn die Luft so kalt ist, dass es selbst mit der Heizung nicht zu ertragen ist, solltest du beschleunigen. Mit jeder Meile wird die Straße zusätzlich immer komplexer, mit mehr Kurven und Hindernissen. Gehe sicher, dass du immer auf die Straße schaust, um so viele Unebenheiten und Hindernissen auszuweichen wie möglich. Ein paar Steine und Schlaglöcher zu erwischen, wird dich an deinem Fortschritt nicht wirklich hindern, aber dein Fahrzeug sollte im bestmöglichen Zustand bleiben. Wenn du gezwungen bist, wegen des Schadens anzuhalten, kannst du nicht mehr tun, als am Ende zu erfrieren. Während der dritten Meile beginnst du zwischen den Bäumen die Silhouetten von Menschen wahrzunehmen. Schenke ihnen keine Aufmerksamkeit, selbst wenn sie näher zu kommen scheinen. Es wird nicht einfach, ihre entfernten, beunruhigenden Erscheinungen zu ignorieren. Aber sie werden sich noch früh genug zu erkennen geben. Auf dieser Meile wird die Straße eher zu einem Waldweg, wenn sie es nicht schon von Anfang an gewesen ist. Bleib in der Mitte des Weges, da er in zufälligen Intervallen abwechselnd schmaler und breiter werden wird. Noch kurz angemerkt, solltest du trotz der Warnungen versuchen umzukehren, wärst du auf ewig auf einem nicht endenden Pfad gefangen. Dir würde einfach irgendwann das Benzin ausgehen. Und dann wärst du schutzlos der Kälte ausgeliefert. Auf der vierten Meile wirst du die Gestalten nicht mehr sehen können, aber du wirst sie in einem gewissen Sinne hören können. Ein schwaches, unverständliches Flüstern wird durch deinen Kopf hallen. Es wird kommen und gehen, aber du wirst es nicht stoppen können. Wenn es unangenehm oder ablenkend werden sollte, versuche dich abzulenken, indem du an dein Ziel denkst. Der Versuch, ihre Worte zu verstehen, würde sie nur anziehen und du solltest so weit wie möglich von ihnen entfernt bleiben. Sie werden später sowieso näher kommen. Es hat also keinen Nutzen, sie schon so früh an dich heranzulassen. Auf der fünften Meile wirst du eine Lichtung erreichen. Die Bäume zu deiner Linken werden verschwinden und dir den Blick auf einen endlosen See gestatten, über dem ein großer, strahlender Mond prangt. Sein Licht wird so atemberaubend hell sein, dass du die Scheinwerfer deines Fahrzeugs nicht mehr brauchen wirst. Versuche jedoch, ihn nicht anzusehen. Schon wenn du nur ein paar Sekunden hinsehen würdest, würde die Straße vor dir enden und du würdest samt Fahrzeug ins Wasser stürzen, in welchem du innerhalb weniger Minuten erfroren wärst. Die Stimmen werden für den Rest der Meile verschwunden sein, aber freue dich nicht zu früh, sie werden wiederkehren. Wenn du bei Meile 6 angelangt bist, dann nimm zur Kenntnis, dass du nun mehr als die Hälfte geschafft hast. Ungeachtet deinen Fortschritts könntest du hier die Hoffnung verlieren. Die Sterne werden verschwunden sein und hinterlassen den Himmel als eine schwarze Leere. Auch die Lichtung endet hier und du steuerst wieder in den Wald hinein. Das einzige Licht, das du hier haben wirst, werden die Scheinwerfer deines Gefährts sein.
und sie werden von Zeit zu Zeit flackern, selbst wenn du dir sicher bist, dass sie perfekt funktionieren sollten. Wenn du ein Radio in deinem Fahrzeug hast, wird es sich automatisch einschalten und ein ohrenbetäubendes Kreischen von sich geben, um dich von deinem Weg abzubringen. Eine ruhige Stimme beginnt dann, von deinen größten Ängsten zu erzählen. Ihre Art zu sprechen wird dich dazu zwingen, ihre Worte in deinem Kopf zu visualisieren. Also höre ihr nicht zu. Wenn du begreifst, was sie sagt, wird sich die Angst als zu groß erweisen, um sicher auf der Straße zu bleiben. Ein Versuch, das Radio abzuschalten, ist zwecklos. Beschleunige, wenn es sein muss, aber versuche die Stimme so gut es geht nicht in deine Gedanken dringen zu lassen. Wenn du das Ende der Meile erreichst, wird die Stimme verstummen und deine Ohren vorerst in Frieden lassen. Die Stimmen der Gestalten kehren zurück, wenn du Meile 7 erreichst. Es wird nicht länger ein Flüstern sein, sondern mehr wie Schreie in der Ferne, die jede Sekunde näher kommen. An irgendeinem Punkt während dieser Meile wirst du eine von ihnen nah an deinem Ohr hören, so als wäre sie direkt hinter dir. Das liegt daran, dass die Gestalt sich tatsächlich einen Weg in dein Fahrzeug gesucht haben wird. Drehe dich nicht um. Ihr Gesicht wird dich vor Angst erstarren und dich von der Straße abkommen lassen. Wenn du sie nicht beachtest, wird sie das Interesse verlieren und hoffentlich verschwinden. Man sagt, dass diese Gestalten einmal Menschen waren, die vor dir diese Straße befahren haben, aber nicht erfolgreich waren. Sie sind nur noch Überbleibsel ihrer früheren Existenz, die in der Dunkelheit leiden und deren einziges Ziel es ist, andere Reisende zu sich zu holen. Erfahrungsgemäß kann man davon ausgehen, dass sie dir keinen physischen Schaden zufügen können, solange sie es nicht schaffen, dich zu einem Unfall zu bewegen. Verringere die Geschwindigkeit bei Meile 8, wenn du zu schnell fährst. Die Straße hat hier scharfe Kurven, die dich, wenn du über sie hinausschießt, in einen Abgrund zwischen den Bäumen werfen. Die Kälte ist hier beinahe tödlich. Wenn du ein Glas oder eine Flasche mit einer Flüssigkeit darin in deinem Fahrzeug hättest, würde diese innerhalb von Sekunden zu Eis erstarrt sein. Die Heizung wird dir nun vollkommen nutzlos erscheinen. Deine Scheinwerfer werden noch heftiger flackern und werden manchmal für wenige Sekunden ganz ausfallen. Du solltest dann die Geschwindigkeit verringern, aber nicht ganz anhalten. Die Gestalten werden dir ab diesem Punkt folgen. Und solltest du zu lange stehen bleiben, werden sie dich umzingeln. Du wirst von draußen noch mehr Schreie hören und manchmal wird es sogar nach einem manischen Gelächter klingen. Ihre Hände werden verzweifelt an deinen Fenstern kratzen, bei dem Versuch hineinzukommen und etwas Lebendiges zu spüren. Sieh sie nicht an. Sie werden die Windschutzscheibe nicht blockieren. Und das Letzte, was du willst, ist, einen Unfall zu bauen und mit ihnen gefangen zu sein. Wenn du es von hier an nicht weiter schaffst, dann bete, dass es die Kälte ist, die es mit dir zu Ende gehen lässt. Auf der 9. Meile wird dein Motor versagen. Die Scheinwerfer, genauso wie alle anderen Systeme, werden ausfallen. Es gibt keinen Weg, dem vorzubeugen. Du musst nun deine Augen schließen und sofort versuchen, den Wagen neu zu starten. Lasse deine Augen geschlossen, denn die Gestalten werden dich inzwischen sicherlich umringt haben. Das Starten des Motors wird sie verängstigen und zumindest temporär zurückweichen lassen. Das ist deine Chance, deine Reise fortzusetzen. Auch wenn du die Fenster von ihrem Drängen bersten hörst, verliere nicht den Fokus. Diese Wesen können zwar dein Fahrzeug beschädigen, aber denke daran, sie haben nicht die Kraft, dir physischen Schaden zuzufügen. Du wirst nichts anderes als ihre Stimmen hören. Ein Dutzend oder sogar 100, die in deinem Verstand wüten. Hast du den Motor erst einmal wieder gestartet? Tritt aufs Gas. Gib Gas, solange du auf dem Weg bleiben kannst. Hast du die Meile erst einmal hinter dir gelassen, werden sie nachgeben. Die Stimmen der Wesen werden auf der 10. Meile ebenfalls verstummt sein.
Würdest du in den Rückspiegel schauen, was du nicht wirklich tun solltest, könntest du sehen, wie dir die Gestalten folgen. Aber nicht so, als würden sie dich jagen, sondern eher, als würden sie dich begleiten. Während du die 10. Meile entlang fährst, wird die Straße wieder ebener werden, so als wärst du wieder auf der 1. Meile. Die Gestalten werden am Rande des Weges stehen, aber sie werden nicht hinter dir her sein. Sie beobachten nur, wie du vorbeifährst. Einige haben die Theorie, dass sie beeindruckt sind, dass du die lange Reise zu dem, was du begehrst, auf dich genommen hast. Doch das ist falsch. Sie sind nicht beeindruckt, sondern sie freuen sich, dass du dich der nächsten Meile näherst. Sie freuen sich, weil du höchstwahrscheinlich auf deinen Tod zusteuerst. Auf der finalen 11. Meile wird alles in deinem Fahrzeug ausfallen, wie es das schon auf der 9. Meile tat. Normalerweise wäre es jetzt unbeweglich, aber du wirst dich weiterhin bewegen. Eine unbekannte Macht zieht dich voran. In der Dunkelheit, vor dir, wirst du glühend rotes Licht sehen, wie ein Licht am Ende eines Tunnels. Schließe deine Augen und bedecke sie. Tu, was immer auch nötig ist, um sicherzugehen, dass du nicht siehst, wo du dich hindurch bewegst. Deine Ohren zuzuhalten wäre ebenfalls empfehlenswert, aber die Augen geschlossen zu halten sollte eine höhere Priorität besitzen. Das rote Licht führt dich auf eine weitere Lichtung. Jedoch sind dort dieses Mal weder der Mond noch ein See. Einmal dort angelangt, werden erbarmungslose und unbegreifliche Geräusche von allen Seiten ertönen. Weder Tapferkeit noch Vorbereitung werden dich von diesen Lauten verschont bleiben lassen. Die Kälte wird sich nun in eine gnadenlose Hitze verwandeln und alle Teile deines Fahrzeugs verbrennen. Du wirst die Illusion verspüren, dass dir das Fleisch von den Knochen brennt und dass jeder Teil von dir zerstört wird, während du dich durch Geschrei und eine Manifestation des Leids bewegst. Solange du deine Augen geschlossen hältst und dem Drang widerstehst, nachzusehen, wo du dich gerade befindest, wirst du es unbeschadet überleben. Insgesamt wird es für 31 Sekunden anhalten. Aber viele scheitern daran, während dieser Zeit nicht die Augen zu öffnen und setzen sich so der Gnade der Straße aus. Wo diese Meile gelegen ist? Die, die es überlebt haben, wissen es nicht. Manche nennen es die Überlieferung der Hölle. Aber ob es wirklich ein Teil der Hölle ist, ist fraglich. Nach der letzten Meile wird dein Fahrzeug wieder normal funktionieren. Halte es an und nutze die Gelegenheit, um dich geistig zu erholen. Lass die Schreie in deinen Ohren ausklingen und mache dir bewusst, dass du deine Reise beinahe vollendet hast. Die härteste Prüfung ist überwunden. Atme tief durch und fahre weiter. Nach nur einem Kilometer erreichst du eine Sackgasse. Halte hier an. In diesem Moment wird nichts passieren, aber sei nicht enttäuscht. Entspanne dich und schließe deine Augen. Stelle dir das vor, wonach du die ganze Zeit gestrebt hast. Höchstwahrscheinlich wird es immer noch dasselbe sein wie zu Beginn deiner Reise. Aber bei einigen kann sich dieses Verlangen während ihrer Reise verändert haben. Denke darüber nach, was es war, wofür du all diesen Schrecken und Schwierigkeiten auf dich genommen hast und wie es sein wird, wenn du es in den Händen hältst. Wenn du es vollständig visualisiert hast, öffne langsam deine Augen. Du wirst dich am Anfang der Straße wiederfinden, wo du deine Reise angetreten hast. Das wird dich vielleicht verwirren, aber es wird auch bedeuten, dass deine Reise nun vorbei ist. Deine Aufgabe erfüllt. Deine Gedanken werden sich nun wieder auf deine Belohnung richten. Wenn das, was du dir gewünscht hast, materiell war, sieh auf dem Rücksitz oder im Kofferraum nach, wenn das Objekt größer ist. Ist das Objekt klein, ist es vielleicht schon in deiner Tasche.
Wenn es etwas Nicht-Materielles war, das du wolltest, sei nicht enttäuscht, wenn du deine Belohnung nicht sofort erhältst. Kehre dahin zurück, wo du hergekommen bist, und du wirst das Leben vorfinden, das du dir gewünscht hast. Vielleicht wirst du deinen Traumpartner finden oder unnatürliche und unvorstellbare Kräfte entwickeln. Vielleicht wirst du dich auf befriedigendste Art und Weise an deinem verhassten Feind gerecht haben. Du wirst zweifellos bekommen, was du verdient hast. Nun, da du deine Aufgabe erfolgreich erledigt hast, wo ist der Haken? Ist dein Fahrzeug verflucht? Wirst du irgendetwas verlieren? Wirst du bald sterben? Die Antwort lautet natürlich nein. Du hast die Herausforderung bewältigt und dich als würdig erwiesen. Vielleicht werden die Geräusche der letzten Meile noch eine ganze Weile in deinem Verstand nachhallen und dir ungewöhnliche und lebhafte Albträume bescheren. Aber das ist doch gar nichts im Vergleich zu deiner Belohnung. Und nun, eine letzte Frage. Gibt es noch etwas, das du begehrst? Bist du noch nicht zufrieden? Du stehst wieder dort, wo du angefangen hast. Die Straße liegt genau vor dir. Bist du also bereit für eine weitere Fahrt? Wenn dem so ist, schnall dich an und fahr los.